Servus Leute, willkommen zu einem ganz neuen Video. Mich hat nämlich jemand angeschrieben per PN, also Privatnachricht, ob ich, also ja, wir sind dies und jener, wir entwickeln dies und das Spiel gerade. Ein paar Informationen von wegen RPG-Maker-Spiel und so. Und ob ich es nicht mal spielen würde. Da habe ich gleich zurückgeantwortet und gesagt, ja, kein Problem, da seid ihr genau in den richtigen geraten. Das hier ist jetzt nämlich das Spiel, nämlich es heißt Lonely. Es ist ein RPG-Maker-Horrorspiel. Und wichtig ist, dieses Video hier wird noch kein offizielles Let's Play, kein Start und es wird auch keine Ankündigung. Noch keine. Vielleicht zocke ich es irgendwann mal, also bestimmt, da, weil ich mag ja RPG-Maker-Spiele. Und ja, aber wegen Projektüberfüllung wird es vorerst nicht kommen, leider. Deswegen dieses Video hier als Ersatz. Denn selbst bei den RPG-Maker-Spielen hinke ich hinterher, weil eigentlich hätte Misao schon lange, lange hochgeladen sein müssen, aber aufgrund eines Fehlers gingen die Dateien kaputt. Und jetzt muss ich es nochmal aufnehmen. Weil ich es nur zur Hälfte hatte. Naja, egal. Machen wir den Spielstart. Ich habe das schon angeklickt. Das heißt, Moment, gleich sieht man es. Ja, das Logo hier, vorausgesetzt, das wird aufgenommen. Wenn nicht, dann muss ich es irgendwie einblenden oder so. Und ich weiß, der Sound wird gleich echt laut werden. Das sieht man als Logo nochmal. Deswegen werde ich den Sound später regulieren. Ja, bei mir ist der Sound gerade extrem laut. Naja, auf jeden Fall, das ist Lonely. Ich habe schon mit Controller probiert. Es klappt auf jeden Fall. Ich muss zwar einen Joystick verwenden, aber naja, was soll's. Ja, der Sound ist viel zu laut. Viel zu laut gerade bei mir. Im Let's Play kann ich ihn ja dann gut umregeln, weil ich dann ja von hier aus das Let's Play starten kann. Also wie gesagt, es wird auf jeden Fall kommen, aber ich weiß nicht wann. Zumindest nicht in nächster Zeit wegen Projektüberfüllung. Aber dafür kann ich hier schon mal ein bisschen was lesen. Hat da jemand gehustet? Achso, das sind die Stimmen vom Spiel. Ja, ich lese ein bisschen mal vor. Ein bisschen mal was vor. Lonely basiert auf einer wahren Geschichte. Fängt schon gut an. Ja, gut, jetzt sieht man nichts mehr bewegen, weil ich vorlese. Basiert auf einer wahren Geschichte und ist nichts für zart beseitete Naturen. Im Spiel selbst werden auch unangemessene Szenen vorkommen, die nicht für Kinder geeignet sind. Hinsichtlich dessen beschäftigt sich das Spiel mit vielen eher negativen Aspekten im Leben. Depression, Gewalt, Süchte, nur um einige zu nennen. Ich habe jetzt meinen Internetbrowser extrem klein gemacht. Also auf jeden Fall, da sieht man die Internetseite, da kann man sich alles durchlesen, sieht man Charakter. Ja, Charakterüberblick und so weiter. Ja, das hat es echt laut, verdammt. Meine Maus werde ich da rausschneiden. Auf jeden Fall, diese Website, ich werde sie natürlich unterhalb in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr selbst drauf gehen und könnt euch die Website angucken. Da gibt es, soweit ich jetzt bemerkt habe, noch mehr Spiele. Aber ich habe mich jetzt erstmal nur um dieses hier gekümmert. Weil ich nach diesem Spiel hier gefragt wurde. Man sieht schon 2014 bis 2016. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein neueres Spiel, also brandaktuell. Soweit die Person das gesagt habe, ist das Spiel gerade erst fertiggestellt worden und ein paar Bugs und so weiter sind korrigiert worden. Und das hier ist ja die neueste Version, also Version 1.7. Episode 1 der Abstieg. Was wollte ich noch sagen? Ja, auf jeden Fall diese Website, da kann man raufgehen. Dann sieht man natürlich das Logo. Dann geht man aufs Spiel selbst. Also oben ist eine Reihe mit ja, dies und das und jenes. Und da sieht man irgendwann Spiele und da klickt man da drauf. Dann sieht man die Geschichte, also das, was ich eben gerade vorgelesen habe, wie es zu dem Spiel gekommen ist, welche Figuren darin vorkommen. Lauter solche Sachen, ein paar Screenshots sieht man. Ja, auf jeden Fall sieht es zumindest recht interessant aus. Ich werde auch Chovo davon berichten, weil der interessiert sich auch sehr für RPG-Maker-Horrorspiele. Der hat ja mehr gemacht als ich.
Er hat ja Ib gemacht, Mad Father hat er gemacht, was ich beides auch gemacht habe. Misao hat er gemacht, was ich zwar zur Hälfte hatte, aber defekt ist, deswegen muss ich es nochmal machen. Was hat er noch gemacht? The Crooked Man, Witch House. Hat er noch irgendwas gemacht? Mir fällt gerade nichts ein. Auf jeden Fall werde ich ihm das hier nahelegen, weil er hat da mehr Erfahrung als ich und ihm interessiert das auch mehr. Obwohl, Moment, wenn ich das Spiel blind let's playe, dann darf ich es mir bei ihm nicht ansehen. Verdammt. Das ist ein Haken, ein Nachteil an der ganzen Sache. Oder. Ja, ich werde es ihm auf jeden Fall sagen, aber dann müsste ich mein Let's Play entweder früher aufnehmen oder ich müsste sein Let's Play verschieben, dass ich es erstmal nicht angucke. Naja, auf jeden Fall, das waren die wenigeren Informationen. Ich will euch ja nicht zutexten. Ihr seht dann natürlich auch, wer das Spiel gemacht hat. Also welche Person. Das von wegen Cerberus Dingenskirchen. Wie hieß es denn jetzt noch schnell? Ich habe schon wieder vergessen. Ich sehe hier Cerberus Heart, also Cerberus Herz. Ihr habt eh gesehen, das geile Logo, was mir total gut gefällt. Auf jeden Fall, dieses Spiel hier wird als Let's Play kommen, aber nicht in nächster Zeit, weil ich sowieso mehr als genug geplant habe. Tut mir leid, aber hoffentlich wird man mit diesem Video hier auch zufrieden sein. Ich werde es auf jeden Fall Jovo nahelegen, dass er es auch zockt. Dann würde ich sagen, das war mein kleines Informationsvideo zu Lonely. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Moment, Lonely heißt ja, glaube ich, einsam oder alleine. Oh, das sagt ja schon viel aus. Being lonely, I'm so lonely, I have nobody. Ja, ich höre auf, weil das kann man sich ja nicht anhören. Gut, dann würde ich sagen, das war Lonely, mein Informationsvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!